da sind wir auch schon beim Opener von SmackDown. Frightmare gegen Rex. Rex sehr häufig im Opener von SmackDown wiederzufinden in den letzten paar Wochen. Aber durchaus auch erfolgreich. Mal gucken, wie er sich jetzt gegen Frightmare behauptet. Frightmare, wirklich ein Highflyer und Techniker der allerersten Güte. Aber Rex steht dem natürlich nicht so nach. Und ein Neckbreaker gibt es auch noch von Frightmare. Und Frightmare hier mit einem wunderschönen raschen Leg Sweep. Und am Ende wird bekannt gegeben, oder auch schon zwischendurch, das kommt auf einmal, wenn ich lustig bin, kommt ja die Auflösung, wer noch alles im Elimination Chamber mit dabei ist. Also bei dem Champion The Rock, Chris Jericho und El Scorpio. Und er hat ja gesagt, heute Abend wird es keine Open Challenge geben, weil er einfach keine Lust drauf hat. Alte Pfeife, die. Na gut, dann muss er halt seinen Titel verteidigen, wenn er ihn heute Abend nicht loswerden will, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wird er beim Elimination Chamber zweimal antreten. Oder er ist jetzt so bescheuert geworden, dass er jetzt meint, ich werde Doppelchampion. Und das ist schön für ihn, aber einen wird er definitiv abgeben müssen. Weil es wird nur immer einer verteidigt bei jeder Großveranstaltung und das ist dann Mist, wenn einer dann alle Titel hält und sowas. Das hatte ich ja mit Youngblood auch, da habe ich ja nachher selber eingestellt, dass er antreten muss, weil sonst wird der nie im Leben mehr verteidigt. So wie als der Ultimate Warrior den World Heavyweight Champion Titel von Dingsbums gewonnen hat, von Hulk Hogan, wissen alle, WrestleMania 6, legendär. Das Match Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior. Der hatte ja daraufhin auch den Intercontinental und World Heavyweight Titel. Und einen davon musste er ja abgeben. Natürlich den Intercontinental Champion Titel. Wäre ja auch blöd, hätte er den World Heavyweight Champion Titel abgegeben. Aber nur so, dass ihr mal so ein bisschen Bescheid wisst und im Bilde seid. So als Randinfo. Oh, harte Schläge von Rex gegen Frightmare. Und da gibt es noch ein bisschen Choking. Also Frightmare, der sieht ja momentan sowas von überhaupt kein Land. Okay, kaum habe ich gesagt, ändert sich das Ganze ja immer wieder. Aber das ist ja auch normal. Und ein DDT. Und da geht's noch mit in. Rex darf ein bisschen laufen und ja. Frightmare taucht einfach drunter her. Macht eine Art Twist-Clothesline. Keine Ahnung. So glaube ich von einfach Crime Time. Keine Ahnung. Ist der nochmal nicht. Nicht JTG. Ich meine Shad. Doch JTG, so hieß er. Oh. JTG und Shad. Crime Time. War recht unterhaltsam, das Team. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe selten so gelacht. Weil die haben echt jeden Mist zwischendurch gemacht. Schade, dass die nicht mehr in der WWE vorhanden sind. Aber jetzt sind wir erstmal ein Running Senton von Frightmare. Und ein Cover sehen wir auch. Aber noch nicht mal einen One-Count. Den sehen wir nicht. Und ein Neckbreaker. Vom grün-schwarzen Mann. Also Rex sollte jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben. Weil Frightmare sonst den Sack eventuell zumachen könnte. Konter von Frightmare. Schöner Schlag auf den Hinterkopf.
Oh, da wird ein bisschen so die Gelenke ein bisschen malträtiert, verbogen und alles andere auch, weil er es kann. Und Shining Wizard. Uiuiuiuiuiui. Ein Shining Wizard aus dem Nichts, könnte man sagen. Und Crippler Crossface von Rex. Auch aus dem Nichts. Frightener versucht, zum Ringseil zu kommen. Ein paar Zentimeter noch und Dropbreak. Ich verstehe mal, You Sold Out im Hintergrund. Wer hat sich denn verkauft? Ja, der Scorpio wahrscheinlich. Oh, ich glaube, da sollte ein Finisher-Ansatz kommen. Oder sowas in der Art. Ja, Rex hier mit dem Jawbreaker, mit dem Konter. Und da probiert es aber mit dem Körper. Vielleicht reicht es ja schon. Nein, tut es nicht. Und nochmal der Crippler Crossface. In der Mitte des Rings. Was war das denn jetzt? Das hörte sich ja ganz gewalttätig an. Ja, Rex lässt von Frightmare ab. Hat sich auch wahrscheinlich gedacht, nö, das lohnt nicht. Der kriegt zu den Ringseilen und tappen wird er wahrscheinlich nicht. Also kann ich auch gleich rauslassen. Und ein Sleeper Hold. Ja, Rex wieder ganz in seinem Element hier mit Submission-Manövern. Finde ich, das macht Rex sehr, sehr gut. Aber Frightmare kontert mit einem Überwurf. Ja, dreht er ihm den Arm. Insekiri geht aber daneben. Der Dropkick hat gefruchtet. Und was kommt jetzt? Ein Konter. Ich schätze mal, da sollte erst wieder ein Aufgabengriff kommen. Er geht auf die Schultern los. Ja, ein ganz profanes Mittelchen, um einen Submission Wrestler so ein bisschen die Kraft aus den Armen zu nehmen. Kein 3-Count. Ja, Isekiri ging wieder daneben. Dropkick sitzt da. Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hatten wir in diesem Match schon mal. Und nochmal Crippler Crossface. Boah, das gibt's doch nicht. Und der Ref steht voll im Weg. Frightmare denkt sich, okay, er steht im Weg, ich komme eh nicht zu Ringseilen. Und er tappt und Rex gewinnt durch Submission ein weiteres Match. Ja, Glückwunsch an Rex, der momentan wirklich on top of the world ist. Und wir kommen zum nächsten Match. Und damit kommen wir zum nächsten Match. Ja, das Match der Sieglosen, könnte man sozusagen sagen. Dragon Kid gegen Ricardo Tito Ortega. Also, wenn da keiner eingreift oder durch Countout ein Unentschieden erzielt wird, wird definitiv einer heute mit einem seiner ersten Siege erringen. Dragon Kid hatte ja schon mal einen Sieg, aber das war in einem Tag Team Match. Aber ich glaube, einen Sieg in einem Singles Match hatte er bisher noch nie. Ja gut, Ricardo Tito Ortega ist ja gegen den Tag-Team-Partner von Dragon Kid schon mal angetreten, nämlich Hayabusa. Und das hat er verloren. Oder hat Ricardo Tito Ortega schon mal gewonnen? Ich habe es nur verdrängt. Ist ja auch egal. Einer von beiden wird heute Abend einen Sieg einfahren. Nach Äonen von Jahren der Niederlagen im Singles-Modus. Wrestling-Gedöns. Nur wer wird es sein? Der Ricardo Tito Ortega oder Dragon Kid? Vielleicht ist es ja das Match, das Ding, das als Sprungbrett dient für eine große Siegesserie. Hört auf, vor dem Fernseher zu lachen. Bitte. Das kann möglich sein. Ich schließe nie was aus. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Dropkick gegens Knie. Na gut, wenn Ricardo Tito Ortega jetzt natürlich verliert, dann ist das natürlich ein ganz, ganz blödes Situation mäßig, weil Dragon Kid ist mit einer der schlechtesten Singles-Competition-Wrestler.
Tag Team Bereich ist er besser mit Hayabusa zusammen. Ja, und Ricardo, der ist ja dauerhaft alleine unterwegs. Der hat ja überhaupt keine Tag Team Erfahrung. Obwohl, ich glaube, ein Tag Team Match hat er auch schon mal gewonnen. Aber da bin ich jetzt gerade nicht drüber im Bilde. China. Und der nimmt Anlauf und auch so ein Moonsault durch den ganzen Ring mit anschließendem Cover. Das kennt Ricardo Tito Ortega noch sehr, sehr gut. Ach, einfach mal das zweite Cover hinterher. Einfach so, weil das kann. Dragon Screw. Und dann noch ein wenig Choking. Und ein Roller. Nein, umgedreht. Ah, und diesmal wird es abgebrochen. Bevor das wieder ausartet wie verrückt. Einfach mal so ein bisschen den Fuß abwischen, das geht auch. Und ein wunderschöner Dropkick. Schon mit Rückwärtssalti noch nehmen. Wäre noch auf den Füßen gelandet, hätte ich gesagt, perfekt. Aber darum geht es jetzt nicht. Und mit Shinoku Driver. Mit anschließendem Cover. Nein. Da kommt Ricardo Tito Ortega nochmal raus. Kann das Knie ausfahren. Und zeigt eine Hard Clothesline. Und ein Cover. Nein, auch nur One Count. So, was sehen wir jetzt? Ein weiterer Dropkick. Tritt in die Rippen. Und Ricardo, der kontert hier. Und geht einfach mal dem Dropkick ein wenig aus dem Weg. Wird aber hier jetzt wieder überlaufen. Also Ricardo Tito Ortega sollte mal am Weg was tun. Genau so, zum Beispiel mit einem Konter. Und wieder einer harten Clothesline. Das ist schon mal ganz gut so. Zeigt jetzt ein Cover, da kommt aber raus. Und ein Konter sollte wahrscheinlich ein Aufgabegriff werden oder ein Finisher, das weiß ich nicht. Bin ja kein Hellseher. Ja, da. Er will es zu Ende bringen, er macht das Zeichen, er wird ihn jetzt erschuten. Ich glaube, der Finisher wurde gerade gekontert. Und der Finisher wurde jetzt auch gekontert, ja. Und Standing Cutter, der RTO aus dem Nichts. Und er bringt die Entscheidung, Ricardo Tito Ortega gewinnt. Er gewinnt. Heute Abend gibt's Party. Heute Abend ist Party, Ricardo Tito Ortega gewinnt. Ja, er feiert, er darf es auch. Ja, jetzt fühlt er sich, als wenn er sich mit jedem anlegen kann. Werd nicht überheblich, Freundchen. Okay, lassen wir ihn jetzt noch ein bisschen provoken. Und wir kommen zum nächsten Match.